Kito, ein Musikpodcast für zwischendurch. Hallo und herzlich willkommen zur Augustfolge von Kito, dem Podcast des Zentrums für Musikwissenschaften Leipzig. Wir sind eine studentische Initiative, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Einblicke in die Leipziger Kulturszene zu geben. Heute sitzt uns der Pianist, Komponist und Produzent Martin Kohlstedt gegenüber. Hallo Martin. Hallo. Hallo. Ja, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Du bist ja eigentlich in Weimar ansässig, aber hast ja einen sehr konkreten Leipzig-Bezug. Vielleicht muss man vorab sagen, dass wir uns eben aus diesem ein Projekt kennen, aus dem To-Play-To-Play-Projekt vom Gewandhaus, haben da zusammen rumexperimentiert musikalisch und da ist ja dann noch einiges draus entstanden. Martin, magst du vielleicht mal von diesem To-Play-To-Play-Projekt erzählen und wie das alles so mit Leipzig begonnen hat bei dir? Ja, vielleicht muss man den Leipzig-Bezug ein ganz kleines Stück früher ansetzen. Es begann eigentlich in Erfurt mit Marbot Rossell. Das war quasi meine Elektronik-Jazz-Kombo, mit der ich da quasi im Zughafen herumgewerkelt habe. Und irgendwann sind alle nacheinander nach Leipzig gezogen, weil das einfach der neue Kiez war, sozusagen, der immer weiter abgewandert wurde. Und irgendwann wurde da unser eigenes Studio aufgebaut hinter der Karl-Heine-Straße, da in Weißenfelser. Hat man dann den ganzen Tag in Leipzig verbracht und hat sich so ganz langsam in dieses Stadtgeschehen so mit reingearbeitet musikalisch. Und irgendwann haben die lieben Menschen von To-Play-To-Play, die sozusagen das ganze Marketing für das Gewandhaus machen, eine wunderschöne Idee gehabt, nämlich gegebenenfalls den Gewandhauschor mit mir als doch recht intuitiven Pianisten zusammenzuwürfeln und mal zu schauen, was passiert. Das Projekt hat das Gewandhaus ins Leben gerufen, um sicherlich auch irgendwie eine Publikumsverjüngung anzustreben. Und das war natürlich genau das Richtige. Da sind dann die Arme aufgegangen und man hat sich auf was eingelassen, was eigentlich nicht möglich war, nämlich irgendwie dieser ganz stark und klassisch strukturierte Chor, wie man ihn eigentlich so kennt, der die wirklich konservierte Klassik wiedergibt und dann halt mit daneben halt quasi Graf Zahl mit offenem Mund und der irgendwie gerade versucht, irgendwie zu improvisieren. Und wie kriegt man das zusammen? Und dass man da auch so 2-3 Jahre Zeit bekommen hat für so ein Projekt, das war dann, das war der Beginn der großen Gewandhaus Leipzig Martin Kohlstedt Verbindung, genau. Wie würdest du denn Leipzig als Musikstadt beschreiben? Denn Leipzig ist natürlich sehr bekannt für die freie Szene, aber eben auch eben mit dem etablierten Gewandhaus und Oper und so weiter und all der Musikgeschichte, die da dranhängt. Was bedeutet Leipzig für dich so als Musikstadt in deiner musikalischen Praxis? Das ist eine sehr, sehr schöne Frage, denn man muss da ein bisschen schauen. Man möchte auch überhaupt nicht die Klischees aufwürfeln, aber der Osten ist nun mal bekannt auch für den Kollektivismus und das ist tatsächlich eine wahnsinnige Stärke in der Musik auch im Osten, ob das in Erfurt oder in Leipzig oder wo auch oder in Dresden, wo ich das schon kennenlernen durfte. Also die Labels und Formationen, die sich zusammengetan haben, fast auf eine unhierarchische Weise unter Freunden, haben tatsächlich auch in der elektronischen Szene auch über die Vergangenheit gerade von Leipzig ausgehend enorme Wirkung gezeigt. Also die Leipzig war für mich eigentlich dann schon eine Elektronikstadt, bevor ich sie eigentlich kannte. Da hat sich die Musik sehr dynamisch. Also man muss sich vorstellen, wahrscheinlich durch die ganzen offenen Industriegebäude, dass die Mieten, dass sich die Kunst dort, dass die so florieren konnte, ohne dass man halt im harten finanziellen Gefecht stand sozusagen. Man konnte einfach viel machen und jeder hatte mit jedem sozusagen und das war eine ziemlich schöne Zeit. Man hat die Studios gewechselt. Ich bin da wirklich mit 11, 12 Bands fremdgegangen, immer wieder durchgemischt und so haben sich 1000 Einflüsse vertauscht und gewandelt. Mal Jazz, mal Bebop, Funk, dann gab es eine Hip-Hop-Ecke, Beats wurden gemacht, dann ist das wieder rübergeschoben worden. Dann gibt's da wieder Fragmente, die von da genutzt wurden und das sind einfach da hat sich ein riesiger Pool an Kreativität gebildet, den man dann irgendwann mit angezapft hat, ja. Ja, total spannend. Also ich habe das auch als sozusagen aus der Seite des Chores auch als sehr spannend erlebt, irgendwie dann mit der freien Szene wiederum konfrontiert zu sein, weil ich ja dann irgendwie eher so aus dieser Institution Gewandhaus kam und
Wie hast du denn diese Zusammenarbeit wahrgenommen? Denn da sind natürlich auch unterschiedliche Kreativitätsprozesse, Arbeitsprozesse aufeinander getroffen, die sich, denke ich, sehr, sehr stark unterschieden haben. Ja, dort waren ganz, ganz viele Faktoren und Sterne, die richtig standen, damit dieses Projekt glücken konnte. Also ich komme, wie gesagt, wirklich aus dem intuitiven Spiel. Ich baue zusammen, was einem gerade so ein Stück weit in den Sinn kommt, und auf einmal kommt da der Chor. Ich hatte nicht nur Respekt, sondern auch echt wirklich Schiss vor der ersten Begegnung. Ich muss es wirklich zugeben, dass da ist einfach so viel Hierarchie und so viel Wertung, und der Komponist hat eigentlich immer die Ansagen und so weiter. Und jetzt ist es aber so, dass ich eigentlich aus meinen Unsicherheiten heraus meine Musik auch gebäre, und jetzt ist das natürlich schwer zu erklären oder einfach da vor 70 neuen Menschen quasi ganz vertraut irgendwie zu walten. Und dieser Aufprall war extrem, und dafür braucht es natürlich einen Mittelsmann in dem Fall. Das war Gregor Meyer. Also ohne Gregor Meyer wäre dieses Projekt nicht einfach übersetzbar gewesen. Würde da ein BR1 Profichor stehen mit ihren genauen Regeln und allem drum und dran, und die hätten wahrscheinlich mir auf der Nase herumgetanzt und mich dann irgendwie rausgeschubst aus dem Raum. Aber in dem Fall war Gregor Meyer da und hat halt irgendwie zwischen den beiden Welten vermittelt. Er hat auf der einen Seite sich meinem freien Spiel geöffnet, was wirklich auch alle Klischees beinhalten kann, wo alle Einfachheit und alle wirklich Strukturen, die sich da gerade erst bilden, irgendwie Platz finden, und dann hat mir Respekt an euch vermittelt worden und dann ja zurückgekoppelt worden, und so konnte erstmal auf eine ganz einfache Weise sich so kennengelernt werden, und dann schickt man da ein kleines Signal, und ich kam nicht umhin, dann auch leider gleich heulen zu müssen, weil das einfach so enorm extrem reingehauen hat, diese Erfahrung auf einmal 70 Menschen da oder 50 oder wie auch immer empfunden waren es 1000, aber die da einfach aufblühen zu sehen, selbst wenn es ein Ton war oder irgendwas, also da war auf einmal meine Musik, und man muss sich das vorstellen, ich habe meine Musik zwischen dem 12. und 20. Lebensjahr eigentlich größtenteils erstellt. Das sind einfach Melodien aus der Vergangenheit, ganz ganz einfach entstanden aus dem Unterbewusstsein. Und in dem Moment, wo ich mich ans Klavier setze, lasse ich halt auch dieses gestützte Zwerchfell, was ich zum Beispiel in diesem Interview habe, einfach komplett fallen und lasse so dem Kind freien Lauf, was da irgendwie drin ist. Und das Krasse war dann wirklich, wenn dieses Kind hat halt volle, offene Sensoren, und in dem Moment, wo dann alle Menschen mit ihrem Ton eingestiegen sind und man da so übersensitiv drauf reagiert hat, das hat einen dann einfach überwältigt. Und das ist wahrscheinlich, also wenn ich eine Gabe habe, dann ist das wahrscheinlich die Gabe, dass ich die Möglichkeit habe, dann das tatsächlich noch so richtig ursprünglich wie ein Kind zu hören und zu fühlen oder so. Also so eine, da geht es gar nicht darum, pianistische, virtuose, große Fähigkeiten mitzubringen. Das viel Schönere ist in dem Moment, dass ein Ton von meiner Seite gereicht hat und ein Ton von der Chorseite, und auf einmal wurde aufeinander reagiert. Und ich denke, dass es auch nicht so üblich war, für den Chor nach links und rechts zu hören, ob der Akkord ständig ist oder ob die Dinge, die ersten Übungen, jeder singt mal irgendeinen Ton und wir treffen uns in der Mitte, und dass das dann rein intuitiv klappt, also als wäre es von der Natur vorgesehen, dass alle Töne irgendwo beginnen und sich ein Mittel findet, aber nicht in so einem physikalisch perfekt mathematischen Mittel, wie es sicherlich vorgeschrieben wäre, sondern irgendwas setzt sich durch. Und da gibt es dominante und rezessive Bereiche, dann gibt es selbstbewusste Töne und dieses Zurückweichen, diese ganz ursprünglichen Wellen, die da geschlagen wurden, das war dann wirklich wie die Grundierung vom ganzen Bild. So, wir haben erstmal eigentlich so 2-3 Probenversuche gestartet und haben natürlich für den Selbstwert oder für das Selbstbewusstsein trotzdem ein paar Strukturen, ein paar Inseln dazwischen gebaut, dass wir nicht nur suchen. Und das war einfach ein spannendes Beschäftigen. Jedes Mal sich mit Gregor wieder in den Fuchsbau zurückzuziehen und zu schauen, wie hat das heute funktioniert. Ja, irre. Ja, ich fand es von der Chorseite gesprochen auch sehr, sehr spannend, natürlich sich auch auf etwas einzulassen, was ein Stück weit auch schon existiert hat. Ne? Also wenn man deine Arbeitsprozesse anschaut, vielleicht jetzt so als Randnotiz, wir haben ja dann auch sozusagen nach dem Projekt dieses Album Ströme aufgenommen, das ja irgendwie auf deinem Album, das davor schon existiert hat, nämlich Strom, basiert. Wie arbeitest du denn? Also kann man Ströme als eine Art Erweiterung sehen von Strom, oder wie würdest du das einordnen?
Ja, das ist auch eine super wichtige Frage. Genau. Irgendwann kam mal bei uns im Team so das Wort modulares Komponieren. Es ist aber tatsächlich nicht so wichtig, dass das so heißt. Es ist, glaube ich, viel wichtiger, dass ich schon von Grund auf Fragmente gespeichert habe. Das waren nie ganze Stücke und das war auch nie durchkomponiert und die Stücke sind auch nie fertig, sondern entwickeln sich oder dürfen sich quasi wie kleine Lebewesen an meiner Seite, wie so Pokémon, einfach weiter entwickeln und weiterleben. Und so begann es irgendwann bei meinem 12. Lebensjahr, dass ich die Taste A zu dem Sekundenzeiger an meiner Wohnzimmeruhr gedrückt hatte und habe so leise wie möglich versucht, zweimal die Taste A pro Sekunde zu drücken. Und das war einfach, das habe ich tatsächlich damals schon als erstes Modul gekennzeichnet. Also eigentlich wie so eine Programmiersprache. Das ist natürlich dann kein Stück oder es ist eher eine Technik und eine Herangehensweise. Und was ich mir versuche, dann über solche dreibuchstabigen oder sechsbuchstabigen Sachen zu kennzeichnen, ist, wo es herkommt. Und diese allerersten A-Tasten habe ich One Minute Beauty genannt. Und weil mir das dann irgendwann zu blöd war, alles zu verenglischen oder sich zu verstecken hinter Sprache oder irgendwie sowas, habe ich es noch kryptischer gestaltet und mich noch weiter versteckt und habe die ganz kryptischen Namen gegeben. Aus One Minute Beauty wurde OMB. Und das war dann das erste Modul. Und daraus wurde später Le. Omb und Le wurden dann irgendwann ein Stück zusammen, haben dann ein Kind gemacht namens Ams auf Strom. Und das wurde dann Amsomb auf Ström. Also es gibt richtige Stammbäume, wie man die zurückverfolgen kann und wo man sehen kann, okay, da rührt das her. Oder da ist der Versuch, sich zu erinnern, wie man als 12-Jähriger gerade beginnend zu denken, an diese Sache herangegangen ist. Und deswegen erzähle ich mir diese Geschichten auch so oft oder wie so eine Art Routine oder Gebet davor, bevor ich in ein Konzert gehe, damit ich wieder vielleicht an den Punkt zurückkomme, wo man halt wirklich ganz intuitiv, ohne dass jemand über die Schulter guckt, ohne dass es Publikumsdruck gibt, ohne dass es Selbstzermarterung gibt, irgendwie das einfach frei herausspielen kann, ohne dass man weiß, wie viel Zeit vergangen ist und so. Und diese meditativen Ansätze und auch ganz viele Einzelstücke. Und so mit 14 kam dann Olf dazu, mit 15 dann Lee. Und man hat dann schon gemerkt, okay, die Stücke teilen sich manchmal, manche Äste sterben ab. Und so. Also ich habe da wirklich diese Arbeitsweise. Und jetzt zurück zum Thema. Was ist also Ströme zu Strom? Begonnen hat das alles für mich als Rework oder Exkurs. Ich gebe sozusagen das, was ich mit mir selbst die ganze Zeit in Verhandlung bringe, auch nach außen in Verhandlungen. Bei Tag und Nacht habe ich das, meinen ersten Alben Solo-Piano, habe ich das mit Menschen, denen ich vertraue und die tolle Musik machen, nach außen gegeben. Die Menschen haben Texte dazu gemacht, elektronische Stücke geremixt. Das kam dann zurück in den Orbit und haben die Stücke wieder weiterentwickelt von außen. Und so ähnlich habe ich das tatsächlich mit Ströme und dem Gewandhauschor gemeinsam auch erstmal begriffen. Wir nehmen jetzt etwas Altes, nämlich warum die ganzen Strömetitel sechs Buchstaben haben, ist, dass ich quasi alte Ansätze von Tag und Nacht zusammen mit Strom ansetzen, also alte und gegenwärtige Meinungen miteinander kulminieren lassen habe und die dann eher zukunftsgewiesen habe durch den Chor. Also ich habe alle Zeiten, also ich habe die Zeitachse quasi versucht, komplett zu ignorieren. Und das war ein ziemlich spannender Ansatz, so wirklich das die ganz alten, einfachen Stücke, die gegenwärtigen, ja, wirklich clashenden Stücke von Strom, wo das erste Mal Elektronik drin war, wo Diskurs eine Rolle spielt und dann auch noch gemeinsam mit dem Chor darin eine Art Selbstbewusstsein entwickeln, aus dieser Introvertiertheit herauszukommen. Ich habe euch schamlos benutzt, wenn man es mal knallhart sagen will, um stark genug zu werden, diesen Kampf zu gewinnen, den ich in Strom auf jeden Fall noch nicht gewonnen habe. Das war eine ganz irre Emanzipation, ja, die ich für mich quasi verschlossen habe in mir. Und das ist so so wunderbar gewesen, dass das dann geklappt hat, sogar in den großen Hallen nach außen kommen durfte, nicht nur in Proben. Ja. Und das ist auf jeden Fall sehr spannend zu hören. Ich war leider bei dem Chorprojekt nicht dabei, aber Paulina hat mir auch einiges darüber erzählt. Und als wir uns mit deinen Werken beschäftigt haben, ist uns die Frage gekommen, wie ist dein Verständnis von der Musik als Kunstbegriff? Denn wir haben festgestellt, dass du eine sehr große Naturverbundenheit zu haben scheinst. Und wir haben zum Beispiel über das Baumprojekt gelesen, was ja irgendwie durch den Verkauf von Konzerttickets finanziert wird oder auch Live-Aufnahmen auf deinem YouTube-Kanal, wo du zum Beispiel an der Nordsee oder am Atlantik oder in einem Garten
Cottage spielst. Ist diese Naturverbundenheit für dich eine Wechselwirkung in Bezug auf die Musik oder wie funktioniert das bei dir dann im Inneren, wenn du draußen sitzt und da irgendwas spielst oder irgendwas schreibst? Ja, ist ein sehr schöner Ansatz. Den kann ich jetzt sicherlich nicht als 33-Jähriger übelst cool absolut formulieren, als hätte ich begriffen, wie die Welt funktioniert. Was ich einfach merke, ist, dass die Natur oder sozusagen eingebettet sein in das System, wo ich auch aufgewachsen bin, ganz, ganz nah an dieser Suche nach dem Zuhause-Gefühl ist. Also ich merke, dass es da ganz, ganz viele Schnittpunkte gibt. In dem Moment, wo ich zwischen diesen Bäumen langlaufe oder vor einem Ozean stehe, werde ich wohl oder übel mit demütigen Flügeln irgendwie ein Zahnrad vom gesamten Gefüge, was mir das Gefühl gibt, nicht allein für meine ganzen Gedanken und Entscheidungen und sowas verantwortlich zu sein. Es ist tatsächlich eine Weltflucht auf eine bestimmte Art und Weise, die dann aber gepaart ist mit sich das als zu ja sich als das Zuhause gestaltet, wo man dann halt als Dorfjunge in sämtlichen Vereinen immer allen gerecht wurde und es nur einen Raum gab, in dem man das ja gelassen hat. Und das war sowohl in der Natur, wenn man mal mit seinem Hund da gesessen hat, oder am Klavier. Und dann merkt man auf einmal, okay, wenn es an diesen beiden Orten funktioniert, dass du nicht irgendwie anspannst, dass du nicht versuchst, deine Schultern nach hinten zu drücken oder dich zu verändern oder irgendwas, dann gibt es da eine Verbindung. Und das ist halt wie sich was verlangt. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass mich das die ganze Zeit begleitet. Ich hab mir Anfang meiner 20er Jahre überhaupt nicht gut getan, habe halt quasi viel programmiert, viel ins Studium begeben und hab die Natur eigentlich ganz schön ausgelassen und habe gemerkt, was da alles passiert, wenn ich das weglasse. Man dreht sich nur noch um sich selbst. Man ist auf einmal so, alles ist wichtig und die ganzen eigenen Probleme werden zu massiven lebensverändernden Säulen und so. Und das hat dann aufgehört, als ich begonnen habe zu surfen oder als man wieder zurück in den Wald oder als die Idee des Waldpflanzprojekts, also eine ganz wesentliche Wirksamkeit wieder in Wechselwirkung mit der Natur zu haben. Es dient lediglich dazu, also so in Austausch zu treten, also dreckige Hände arbeiten, viel draußen zu sein, wirkliches Atmen, anderer Bezug auf Zeit, zwischen den Welten zu stehen und irgendwie dazu sich zu Hause zu fühlen. Ich habe wirklich vor 6 Jahren, 6, 7, 8 Jahren mittlerweile, meine Mutter an den Lungenkrebs verloren und da hat sich diese Suche nach dem Zuhausegefühl nochmal so enorm multipliziert, als das passiert ist, dass ich gemerkt habe, dass ich das unbedingt suchen muss. Und da geht es nicht darum, dass ich in Weimar irgendwie eine neue Wohnung finde, sondern wo führt das hin? Also was ist dann sozusagen der Sinn vom Ganzen? Was ist die Zielführung? Und das hat immer wieder habe ich gemerkt, dass ich das mit in die Natur getragen habe, dort in Wechselwirkung oder in Gedanken getreten bin, das wieder mit zurückgenommen habe und versucht, es auf die Tastatur zu übersetzen. Und das machte die ganze Zeit schon. Also deswegen ist Strom, es sind Emitter, Rauchemitter, organische Rauchemitter im Nichts. Tag und Nacht waren computergenerierte Illusionen von Natur, quasi wie so Traumbildnisse irgendwie von so einem perfekten Ort, der aber irgendwie eine Illusion zu sein scheint. Da war ich noch auf der Suche und über Ströme oder über diesen Kampf, über dieses schwarze Album, wo ich eigentlich immer leerer wurde, wurde das wieder aufgefüllt bis hin zu Flur, was ich mittlerweile als Rückkehr bezeichnen würde. Das letzte Album, was ich gemacht habe, wieder zurück zum Solo-Pier-Album, da war auf einmal wieder dieses Eingebettetsein schon in dieses Gemälde da auch von David Schnell. Da war auf einmal wieder was Greifbares, wieder etwas, wo ich zurückgekehrt bin. Und ja, da war die seltsame Corona-Zeit auch ein Geschenk, wieder so mit sich in den Fokus oder in den Kontakt zu kommen. Oh ja, yeah, wir müssen einen Rotwein öffnen, das ist hier ganz schön. Ja, also auf das neue Album Flur und die Zusammenarbeit mit David Schnell kommt Pauline dann gleich noch zu sprechen. Ich wollte noch einmal kurz auf die Aufführungen und den unterschiedlichen Einsatz von Musik in deinen Werken eingehen. Denn du spielst ja vor ganz unterschiedlichem Publikum durch die Art von Musik, die du machst. Also du gibst klassische Konzerte, du trittst aber auch auf Festivals oder im Club auf. Und gibt es da unterschiedliche Herangehensweisen, je nach Publikum, wie du interpretierst? Oder ist das jedes Mal was Neues? Und wie fühlt sich das an, vor dem Auftritt nicht ganz zu wissen, wie sich die Stücke entwickeln? Ist das was Aufregendes oder ist es eigentlich genau das, was du mit deiner Musik und deinem Schaffen erreichen möchtest? Oh ja, sehr schön. Ich habe letztes Wochenende
vorletztes Wochenende auf dem Ancient Trance Festival zum Beispiel gespielt. Dort wird man dann halt als neoklassischer Pianist irgendwie angekündigt auf so einem Trance-Festival, wo einfach auch Familien und Menschen aller Art zusammenkommen und sehen, dass man da ein Klavier aufbaut und ein paar andere elektronische Instrumente. Und auf einmal merkt man, okay, wir sind das allererste Mal wieder ein Taucher, das allererste Mal stehen wieder 1800 Menschen als geballter Klumpen vor der Bühne. Und ich habe schon beim Auf die Bühne gehen bemerkt, okay, all das, was ich mir vorher zurechtgelegt habe, und man tut nur so, als würde man sich was zurechtlegen, das ist jedes Mal, gibt es im Kopf, bauen die Ängste sowas wie, okay, wie fängst du an? Was könntest du jetzt wenigstens in den ersten 2 Minuten machen, so, damit du schon mal eine Art Plan hast? Das ist aber eine Angst. Aber in dem Moment, wo dann man auf die Bühne geht und mal so 2, 3 Worte wechselt und die Unsicherheit gleich preisgibt, kann ich bei Null beginnen. Und auf einmal merke ich, okay, du verkörperst eher diesen gesamten Organismus. Also das ist jetzt nicht esoterisch oder so, aber man ist in dem Moment nicht Martin Kohlschmidt oder sowas, sondern man ist alle. Und man gibt eigentlich nur das wieder, was gerade ist. Und auf dem Ancient Trance Festival war es nun mal morgens um 00:30 und alles hat gebebt und es hat wirklich die Stränge überschlagen und hat so ganz enorme, riesige, bassige Druckluftschlösser gebaut und dazwischen ganz zarte Klaviertrick. Also ein Auftritt, der von den Kontrasten gelebt hat. Während ein Konzert im Wohnzimmer, wo 40 Menschen im Schneidersitz drumherum sitzen und die Augen geschlossen haben, einen ganz anderen Weg gibt, oder in Teheran, in einer riesen Philharmonie, wo man auf einmal ein klassischer Komponist aus Deutschland ist und sich eigentlich so gegen den Druck richtig wehren will, oder in Kirchen, in so sakralen Bauten, da will man quasi mit Bässen eigentlich die Scheiben zum Einsturz bringen. Also man merkt, es ist an jedem Ort, zu jeder Temperatur, zu jeder Tageszeit, mit jeder Art von Mensch, die im Raum ist, und der Attitüde, eine komplette Veränderung der Stücke möglich. Und im Panometer habe ich in Leipzig auch noch gespielt, sozusagen eine Woche davor, und dort war eine Frau, die auch auf dem Ancient Trance Festival, und die hat quasi das Solo-Klavierkonzert mit diesem Ancient Trance Festival gesehen und hat einfach auch nicht mehr gewusst, wie sie das jetzt beschreiben soll, oder hat auch nicht mehr verstanden, wie das jetzt funktioniert. Aber das waren komplett unterschiedliche Konzerte mit ganz unterschiedlichem Ansatz. Mal gibt es da fast so Keith Jarrett-artige, also ohne den Vergleich, sondern es geht eher darum, mit welcher Art Intensität er was verbindet. Das kann ein großer Klumpen ohne getrennte Stücke werden. Das kann aber auch ganz klassisch, in dem Moment, wo man für Arte spielt und man hat nur eine Dreiviertelstunde Zeit und man hat sozusagen die Zeit tickend im Hinterkopf, da merkt man schon, dass man ein bisschen formatiger vorgeht. Man merkt irgendwie, dass man sich kleine Inseln schafft, um zu wissen, ich würde gerne im zweiten Drittel, Ende des zweiten Drittels nochmal irgendwie zu so einem Höhepunkt oder zu so einer Kulmination kommen. Also das sind die einzigen bewussten Dinge, die das steuern. Und der Rest ist wirklich Unterbewusstsein und passiert fast von allein, würde ich sagen. Da bleibt ja dann auf jeden Fall auch immer das Interesse der Zuhörerin und halt natürlich auch von deiner Seite aus als Künstler ist es auch immer wieder was Neues. Durch die vielen Interpretationen stellt sich aber auch so ein bisschen die Frage, du verkaufst ja zum Beispiel auch deine CDs oder man kann deine Lieder auf YouTube oder Spotify hören. Wie funktioniert die Auswahl der Stücke für eine CD? Denn das ist ja so, dass du, wie du meintest, immer weiter interpretierst. Ein Lied ist jedes Mal eine Neuerfindung und du guckst, was auf dich zukommt. Und genau, ab welchem Punkt sagst du, ja, das muss jetzt hier auf die CD, oder wie funktioniert da deine Auswahl? Ja, ich muss jetzt wirklich aller Altromantik entgegen, halt wirklich jetzt die schlimme Seite des ich nenne es jetzt mal Komponierens, auch wenn es das nicht ist, oder des Sammelns der Essenzen der Stücke. Es ist ein ganz furchtbarer Prozess. Ich meine, das Wort ehrlich ist ja so vom Pop missbraucht und ist eigentlich, wird immer als was Schönes beschrieben und so weiter. Aber in dem Moment, wo man wirklich ehrlich versucht, die Essenz von so einer Aussage von sich selbst auf einem Rechner zu suchen, dann, nachdem man sie aufgenommen hat, ist ein ganz heftiger Prozess. Ich fange sozusagen an, 25 Minuten bis 45 Minuten lange Stücke zu spielen, die ich zu Hause einfach entwickle. Dann packe ich die auf den Rechner und dann beginnt das eigene Über-Ich, das furchtbar zu zerhäckseln, bis es nur noch das ist, was es im ganzen Ursprung eigentlich ist. Und das ist das, was auf den Alben versucht wird einzufangen. Also das, was es gerade ist, zum Beispiel vom letzten Album Flur zum Beispiel, da gibt es einfach so ungefähr 30 Versionen von dem Stück Loon, einfach aus verschiedenen Bezügen. Manchmal lasse ich äußere Einwirkungen
entscheiden, dass das jetzt das Stück ist, was aufs Album kommt. Damit macht sich mein Gehirn sicherlich recht einfach. Es war tatsächlich so eine Art Schlaflied dafür, was man dann immer gespielt hat zu der Zeit, wo was ich Oma noch im Wohnzimmer vorgespielt hat. Sie konnte gar nichts mehr hören und gar nichts mehr sehen und gar nicht mehr sprechen. Aber das waren so die letzten Tage. Das ist das Stück, wie es ist. Und so möchte ich es auch abspeichern. Das sind tatsächlich die fast romantischen Bezüge. Jetzt geht es aber darum, dass man bei ganz vielen Stücken auch weiter abhacken muss, weiter schleifen muss. Ich möchte keine Schnörkel, ich möchte keine Virtuosität, ich möchte kein Lapidares vor sich hin plätschern und suchen. Die Stücke sollen am Ende doch in ihren 3 bis 7 oder 8 Minuten, ja, für mich dieses Argument speichern, wofür es ursprünglich der Ansatz war. Und danach dürfen sie auch wieder alles andere machen. Sie sollen nur wissen, wer sie sind, sagen wir es so. Und dann kommt das Stück aufs Album als feste Zelle und von dort aus kann ich mich dann immer wieder orientieren. Ich lasse die Variablen sozusagen offen. Ja, super spannend. Also ich glaube, dass man das auch merkt, dass in deiner Musik es auf jeden Fall immer um einen Prozess geht, den es sicherlich zwischendurch auch irgendwie einzufangen gilt. Das kann vielleicht auch ein Vorteil natürlich sein von so einem Medium, dass man sagt, ich einige mich jetzt sozusagen darauf und suche das als Track in irgendeiner Form festzuhalten und dann aber auch immer wieder in Live-Konzerten zu merken, dass es eigentlich keine feste Entität ist, wenn man so möchte. Ja. Wie hast du das denn jetzt in den letzten Monaten, gerade jetzt in diesen pandemischen Zeiten erlebt, mit ja einer gewissen Einsamkeit? Also ich glaube, deine Musik ist auch auf jeden Fall immer, so wie ich das auch in den Aufführungsmomenten mitkriege, auch immer ein Dialog mit dir selber, wenn man so möchte. Und so eine gewisse in sich Gekehrtheit ist deiner Musik ja auch inhärent. Hast du das jetzt in der Pandemie noch stärker wahrgenommen? Auch gerade irgendwie in deinen Home-Sessions zu Hause, da gibt es ja auch eine YouTube-Reihe, die ja sowohl irgendwie in Weimar gedreht wurde, als auch am Atlantischen Ozean oder, weiß nicht, in Portugal, in irgendwelchen Straßenzügen. Wie hast du das erlebt? Ja, das war eine richtig spannende Beschäftigung mit sich. Also man nimmt sich ja selbst immer so ein bisschen dann aus dem Fokus und lässt dann eher das Außen walten. Diese Chance hatte man während der Corona-Zeit nicht. Also der Beginn war auf eine, so perfide das klingt, auf eine gewisse Weise inspirierend. Also da war auf einmal etwas, was die ganze Menschheit betraf und man wurde zurückgeworfen in seinen Käfig ohne den D-Zug des bewussten Alltags. Und da saß man hier zu Haus und dem Künstler ging, der war erstmal geschockt und sicherlich voller Angst, aber der Musiker, der war völlig frei, also aus irgendeinem ganz seltsamen Grund. Also es gab keine weiteren Bezüge. Ich glaube, ich habe nie so gelebt wie ein echter Künstler, aber zu der Zeit schon. Man ist dann morgens aufgestanden im Bademantel und hat sich mit einer Hand und ans Klavier gesetzt und hat so ein Stück weit abgewartet, was nun passiert. Und durch dieses Abwarten war man gezwungen, im Moment zu sein. Ja, dieses im Moment sein, was man von asiatischen Kalendersprüchen kennt, was so einfach klingt, aber so unmöglich ist für uns Menschen irgendwie, dass man halt wirklich das wahrnimmt, was halt jetzt wirklich gerade ist. Und ich würde fast sagen, das war die wohl heftigste und zwanghafteste Achtsamkeitsübung, der ich mal unterlegen war. Und das konnte ich vorher so rein gar nicht. Ich habe immer nur weiter gesucht und war getrieben und der Kopf ging nicht aus. Und in dem Fall war das ein Zwangsreboot. Und das hat die Stücke so anders aus dem Ärmel plumpsen lassen. Das waren Stücke, die hatten keinen Drang von mir. Oder die wurden nicht geschubst von links nach rechts. Die wurden nicht zerhäckselt. Ja, die wurden alle so aufgenommen, wie sie sind, ohne dass man darin rumgeschnitten hätte oder irgendwas dergleichen. Es waren einfache Gedanken zu der Zeit, so, und die haben tatsächlich echte Ruhe für mich mitgebracht. Und gleichzeitig hat sich so dieses, was ich eben als Künstler und Musiker Diskrepanz beschrieben habe, ja, also man hat sich quasi von seinem bewussten, planenden, Labelchef-ähnlichen militärischen Chefdasein ganz weit entfernt von diesem kindlichen einfach Musik walten lassen oder Musik machen, also ohne Bezüge, ohne andere Menschen, ohne irgendwem gerecht zu werden. Und es hatte tatsächlich so viel Fokus, dass das funktioniert hat in der Zeit. Das hat aber auch nur bis November, Dezember geklappt und dann hat auch irgendwann der Januar, Februar die Unsicherheit, hat dann
das so in die Schraubzwinge genommen, dass dann erstmal eine Weile gar nichts mehr möglich war im Kopf. Also ich hatte wirklich am Anfang eine sehr, sehr positive Welle und dann wurde das richtig gequetscht und eingefroren und was kommt jetzt? Also werden diese Stücke auch jemals nach außen kommen? Ich merkte, dass diese Stücke auch wieder diesen Diskurs brauchten. Ich brauchte wieder Menschen, Reflexionen, Spiegel, damit diese Stücke weiterkommen. Ich habe gemerkt, man dreht sich dann doch in der Schleife. Die Inspiration war dann halt schlagartig vorbei. Ja. Ja. Wie hast du das denn wahrgenommen, jetzt insbesondere mit dem Flur-Album, das ist ja 2020 erschienen? Wie hat das Publikum denn deine Musik angenommen? Denn ich denke, man spricht ganz oft dann natürlich über die KünstlerInnen-Perspektive. Gleichzeitig haben ja viele Menschen in der Pandemie auch von Musik gezerrt oder das hat sicherlich auch viele irgendwie ja dazu gebracht, irgendwie dran zu bleiben oder diese Pandemie vielleicht auch irgendwie innerlich zu verstehen. Wie hast du das wahrgenommen? Gab es da irgendwie Feedback, dass das ähnlich gesehen hat wie du? Also das wohl häufigste und damit auch schönste Feedback war tatsächlich, dass man irgendwie ein Akzeptieren dieser Wartehaltung irgendwie, also dass man es irgendwie geschafft hat, tatsächlich auch die Menschen mit rein in diese eigentlich fast erwachsene Ruhe der Natur. Also die war jetzt nicht wirklich in mir oder auch nicht in meinem künstlerischen Bewusstsein, aber durch diese Videos und dass ich nur mit vertrauten Menschen in der Zeit sehr eng zu tun hat und dass man halt eigentlich fast menschenscheu geworden ist und dadurch auch wieder sensitiver und sensibler und deswegen auch kein Drehteam engagiert habe. Also ich hätte zu der Zeit unmöglich jemanden holen können, der sagt, wir drehen das jetzt nochmal, Kamera 2 lief nicht oder so. Das hätte mir wahrscheinlich aus Beleidigung und aus Schlipstreterei und aus irgendwas das Genick gebrochen. Das war überhaupt nicht möglich. Das heißt irgendwie, man war in der Zeit so wie eine geschälte Litschi unterwegs und hat halt Sachen aufgesammelt. Und das konnte ich irgendwie übertragen. Also das hat sich darin irgendwie festgesetzt, vor allem mit den Vögeln, die hier sind kaum Autos gefahren in Weimar und so weiter. Das ist also so abgedroschen, das auch klingen mag, aber diese Entschleunigung, die damit einherging, als etwas Positives zu begreifen oder das so zu wandeln für sich, so eine Ruhe damit sich zu finden, auch wenn viele Unsicherheiten kommen. Irgendwie hatte das dieses Album wahrscheinlich so als selbsttherapeutischer Zweck für mich selbst, dass ich jetzt nicht durchdrehe oder dass jetzt nicht irgendwie, ich hatte ja auch Angst um meine 7 Mitarbeiter und um die ganze, man hat ja auch Verantwortung und eine Art kleines Unternehmen damit herlaufen, ne? Und davon hat man sich aber entfernt und auf einmal hat das allererste Mal dieses innere Kind, von dem ich vorhin gesprochen habe, was sonst immer das zu Beschützende war, hat auf einmal diesen militärischen, väterlichen Typen, der man auch war, in seiner Ambivalenz überstiegen und das erste Mal zurückbeschützt. Das erste Mal gesagt, ey, hier, pass auf, es sind gerade seltsame Zeiten, alles wird gut. Also als hätte das Kind den Papa gestreichelt und hat das einfach mal so passieren lassen. Also ich hatte 6 Monate lang mit dieser absoluten Klarheit für mich und so, und dann hat auch irgendwann die Ambivalenz ist die wieder umgeschlagen. Aber ja, das war eine ganz wichtige Zeit, das festzuhalten. Ja. Und das konnten Menschen tatsächlich für sich konvertieren. Ja. Ja, und wir leben jetzt gerade, ich meine, es ist jetzt August 2021, die Pandemie ist schon so ungefähr 1,5 Jahre da, ist eben auch lange noch nicht vorbei. Jetzt mit dem Herbst wird es wahrscheinlich auch wieder schwerer. Wer weiß, was dann noch so auf uns zukommt, aber gleichzeitig passiert ja auch so viel Neues. Also wie du gesagt hast, so viel wird auch aus dem Stillstand geboren und jetzt hat sich natürlich einerseits letztes Jahr dein neues Album Flur irgendwie ergeben und jetzt gibt es aber auch eine Reinterpretation von dir von Bad Bad Not Good. Wie ist denn diese Kooperation zustande gekommen? Da hast du jetzt vor, ich glaube, einer Woche ungefähr, wenn ich mich nicht ganz täusche, das veröffentlicht. Das ist so wunderschön. Also man schickt Signale raus, also wahrscheinlich ohne, dass man es so bewusst bemerkt, als würde man quasi diese goldene Scheibe ins Weltall schleudern, Dinge, die dich ausmachen und irgendwie gibt es dann Menschen, die das für sich annehmen. Und selbst wenn es eine total geile Band aus Kanada ist, die ich selbst schon seit Ewigkeiten höre, da war ich dann wirklich geschockt, geehrt, erfreut, dass da eine Nachricht kam, ob man neben The Not Twist aus Deutschland irgendwie eine kleine Interpretation oder eine Rework ihres Stückes Signal from the Noise. Und dass es halt auch noch Signal from the Noise heißt, also da war dann die Metapher auch übervollständig, dass man die Fügung
angenommen hat und sofort irgendwie einen Plan gemacht hat, dass man das irgendwie jetzt schön aufnimmt. Ich hatte natürlich auch vor, das eigentlich in der Natur zu machen, aber es war viel schöner, das als die allererste Idee, die man hatte, nämlich die Melodie, die hatte ich noch im Hinterkopf von dem Stück. Sie haben die Single quasi vorgeschickt und ich fand die Idee so grandios, dass sie selbst ihre Single noch nicht veröffentlicht haben. Niemand weiß, wie das Originalstück klingt, aber dass schon vorher verschiedene Interpretationen des Stücks herauskommen. Also so eine Art PR gibt es ja wirklich in vielerlei ekelhafter und trotzdem auch guter Hinsicht und wirksamer und so weiter. Aber so eine musische PR, das war wohl verdient, dass man da sofort seine ganze Liebe reinsteckt. Das ist ja quasi mein Wirken, dass ich mir irgendein Fragment nehme und ich habe mir einfach diese Melodie von dieser Single genommen und dann einfach eine Version draus gebaut. Das ist ja mein tägliches Brot. Das hat mich jetzt auch nicht wirklich Kraft gekostet. Es war einfach die zweite Aufnahme davon oder so. Die erste habe ich irgendwie abgebrochen, weil irgendwie mit dem Synthi noch eine Einstellung nicht gestimmt hat und dann habe ich es nochmal aufgenommen und dann war es halt da. Und so versuche ich das dann auch immer zu lassen, also zu lassen, wie es ist und nicht versuchen, irgendwie Dinge viel schöner oder konsequenter, intelligenter oder irgendwas zu schrauben, das war so schön, denen das Geschenk zu machen und von denen dann auch die Nachricht wieder zurückzubekommen. Und ja, man macht das ja viel, also ob das mit Sudan Archives oder man schickt Signale raus und sie werden irgendwo interpretiert und angenommen und so fühlt man sich wohl oder übel verstanden. So hat man tatsächlich auch, kriegt man irgendwann ein eigenes Rückgrat. Ja, ich glaube, das ist auch ein Stück weit gelebte künstlerische Solidarität, wenn man so möchte, dass man eben merkt, ja, in der Kooperation kann irgendwie auch so viel Neues entstehen und Signal from the Noise heißt der Song und ich glaube, das Album von Bad Bad Not Good kommt erst im Oktober tatsächlich raus. Die Single gibt es schon bei Spotify und deine Reinterpretation kann man ja auch bei YouTube sehen, also für alle ZuhörerInnen, die da vielleicht nochmal reinhören wollen. Ja, Martin, erzähl mal, was steht denn jetzt noch so an? Welche Projekte gibt es, Festivals? Was steht da so in deinem Kalender? Ja, also ich genieße das Strohfeuer des Sommers, also das euphorische Gefühl, dass vielleicht doch keine Pandemie ist, dass das vielleicht doch nur eine Illusion war. Man redet sich das natürlich irgendwie ein, man genießt gerade wirklich echte Festivals, Möglichkeiten aufzutreten, die Stücke in Wallung zu kriegen. Das macht gerade sehr, sehr viel Spaß. Also bis Ende März habe ich 50 Termine angekündigt, die ich jetzt einfach mal, an die ich einfach mal glaube mit meinem Team. Also das sind so die großen Termine, die ich gerade angekündigt habe oder die Hoffnung, dass man die halt spielen kann. Von Rom bis Oslo, die verschobene Europa-Tour von Flur. Genau, alles wartet so ein bisschen, dass man sich wieder begegnen kann. Das wäre der Traum, wenn dieser Traum schwenkt. Also ich habe dir auch vorhin erzählt, dass ich gerade hier den ganzen Morgen Noten aus meinen Stücken versucht habe zu schreiben. Da sind wir schon wieder beim nächsten Problem, intuitive Stücke in ihre Grundessenz zu fassen, in den Noten. Ich habe vor, diese Grundmodule oder das, was sie also wirklich in ihrer tiefsten Wurzel sind, nämlich gerade nochmal in Noten zu fassen. Also zu Weihnachten würde ich sehr gern richtig 4 Bücher rausbringen, damit die Menschen auf der Welt, weil ich da 3-4 Mails die Woche kriege, ja, und Klavierlehrer dieser Welt und Klavierlehrerinnen und SchülerInnen und alles, was da kommt, dass die loslegen können, diese Stücke mit in ihr Vokabular zu übernehmen. Und das ist gerade der Plan, dass man weitere Wege schafft, gerade vielleicht auch aus pandemischen Gründen und so, dass man das anders noch mit nach Hause bringt und anders in andere Formen bringt und weiterentwickeln lässt. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Dann wünschen wir natürlich dir viel Erfolg und hoffen natürlich, dass das mit der Pandemie irgendwie in den Griff bekommen wird. Mal schauen. Dann vielen lieben Dank an alle, die uns zugehört haben. Das war heute Kito mit Paulina und Caro. Ihr findet uns auf Spotify und auf YouTube unter dem Namen Kito und auf Instagram unter Zentrum für Musikwissenschaft. Und wir würden uns auch über Feedback freuen. Das wäre kito@uni-leipzig.de. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und vielen lieben Dank auch an dich, Martin, dass du Zeit für uns hattest. Ja, vielen Dank. Schön war's. Tschüss. Danke, tschüss. Tschüss. Kito, ein Musikpodcast für zwischendurch.